Sie sehen den Formel 1 Manager Episode 4. Heute werden wir die Konkurrenz drapieren. Zuletzt sind wir ganz knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Heute soll es nun gelingen, dass wir Punkte holen. Wir werden nichtsdestotrotz erstmal konservative Ziele stecken, damit wir am Ende doch relativ sicheres Geld mit nach Hause nehmen können. Das ist wichtig, um ein Fundament aufzubauen, auf Basis dessen unser Formel 1 Team dann noch erfolgreicher werden kann. Wir steigen ins erste Training hinein und wir sehen, am Sonntag soll es regnerisch werden. Ich denke mal, dass wir ein bisschen weniger Flügel einplanen können. Wir werden mal so ein bisschen mit Liam Lawson hier und da mal so eine grobe Tendenz vorgeben, aber auch nur recht leicht. Und dann schauen wir mal mit Mick Schumacher, der so gesehen den Gegenpol darstellt mit dem Standard-Setup, wie wir das Ganze dann bestätigen können, ob die mittlere Performance quasi hier besser ist oder ob eine der Tendenzen eher stimmt. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Training und hoffen auf eine erfolgreiche Sitzung. Schauen wir mal, wie es läuft bei Mick Schumacher und Liam Lawson. Die beiden Piloten, die hier hoffentlich ihren ersten Punkten entgegenfahren. Die ersten Setup-Feedbacks sind da und die Fahrer sind noch nicht so wirklich zufrieden. Aber zumindest stimmt die grobe Tendenz, die wir bei Liam Lawson eingeschlagen haben, dann doch. Deswegen wissen wir, glaube ich, etwas besser, was wir nun mit dem Setup hier machen sollten. Wir holen beide Fahrer mal rein und ändern ein bisschen was. Positionstechnisch sind wir gar nicht so schlecht gerade unterwegs. P11 und P12, ja, optimal. Der erste Wert ist schon mal optimal, aber alles darüber hinaus nicht. Wir brauchen anscheinend deutlich mehr Flügel. Und ansonsten müssen wir bei den anderen Faktoren nochmal ein bisschen nachhelfen. Gerade auch bei der Bremsstabilität. Wir schauen mal, ob das so funktioniert. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Wir gucken mal so ganz grob die Mitte mal gedacht. So ganz leicht nach rechts, nach links, ein bisschen stärker nach rechts, ein bisschen nach links und auch nach links. So, das werden wir jetzt auch bei Mick Schumacher noch ein bisschen anpassen. Gut, bei ihm zeigen die Tendenzen in eine recht ähnliche Richtung. Dann schauen wir einfach mal, wie es sich jetzt für ihn hier anfühlt. Wir passen natürlich auch mal die Traktion an und die Bremsstabilität. Das sollte alles ganz okay aussehen. Mal sehen, wie die beiden Fahrer mit dem neuen Setup klarkommen. Wir sind in den letzten Zügen des ersten Trainings und wir schauen mal ganz kurz. Beide Setups sind bei 80% Zufriedenheit für unsere Piloten. Wir haben also noch ein bisschen was zu justieren für das zweite Training, aber ich sage es mal so, ich bin relativ zufrieden mit den Zahlen, die wir jetzt erreicht haben. 80% ist auf jeden Fall besser als der Startwert und grundsätzlich hat ja auf der 2 und grundsätzlich können wir da, denke ich mal, noch ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Mick Schumacher hat eine neue Komponente. Ich glaube, weil er beim letzten Ergebnis, beim letzten Rennen das bessere Ergebnis erzielt hat, habe ich mich da zu seinen Gunsten entschieden. Und Moment mal, haben die Fahrer, die haben exakt dieselben Defizite. Abgesehen davon, dass das oberste bei Liam Lawson optimal ist und bei Mick nicht. Und dafür ist der mittlere Wert bei Mick großartig, bei Liam Lawson nicht. Abgesehen davon sind die exakt identisch von der Bewertung. Das macht es natürlich irgendwo ein bisschen schwieriger, jetzt abzuschätzen, wohin wir mit unseren Werten müssen. Aber ich denke mal, dass ein so erfahrener Teamchef wie ich auch das ganz gut geregelt bekommen dürfte. Wir probieren es nochmal ungefähr so und schauen mal, ob wir damit bessere Ergebnisse erzielen, auch wenn eigentlich die Traktion nun ein bisschen angepasst werden sollte. Oh, es ist wirklich ein Hickhack hier gerade. Wir probieren es mal so. Das ist zumindest mal eine Änderung, die wir hier nochmal machen. Und wir schauen mal, ob das gut läuft. Mick Schumacher kriegt 25 Runden Sprit mit. Und ja, bei Liam Lawson machen wir mal einen Klick weniger Heckflügel. Ein bisschen weniger hier bei dem Punkt. Und ansonsten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das könnte nochmal heiter werden. Und ansonsten könnte das sogar ganz gut passen. Schauen wir mal, ob es läuft. Wäre auf jeden Fall cool, wenn beide Fahrer jetzt tatsächlich sehr zufrieden sind. Aber wir werden das erfahren im Laufe des zweiten Trainings. Ladies and Gentlemen, let's go. Das Setup bei Liam Lawson ist top.
99% Zufriedenheit und damit müssen wir nur noch ein wenig an der Bremsstabilität schrauben. Das haben wir an der Stelle jetzt auch hiermit gemacht. Und dann schicken wir nochmal frischen Softs raus. Bei Mick Schumacher können wir auch schon mal die Softreifen aufziehen. Aber bei ihm müssen wir mal gucken, was wir mit dem Setup sonst so machen. Ach, ich habe in die falsche Richtung entwickelt, was den Heckflügel angeht. Und ansonsten, uiuiuiui, ist das gerade wieder eine interessante Situation, die wir hoffentlich irgendwie wieder geregelt bekommen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Probieren wir's, Mick. Auf geht's, hol dir das 100er Setup. Erfahrung setzt sich am Ende doch immer durch. Und damit haben wir ein 100% Setup bei Liam Lawson und ein 99% Setup bei Mick Schumacher. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Die Autoteilkenntnis muss bei Mick auf jeden Fall nochmal verbessert werden. Dementsprechend schicken wir ihn auf Mediums raus und lassen ihn auch quasi das ganze Training über nochmal durchfahren. Und wir haben lediglich nur noch eine kleine Anpassung, was die Bremsstabilität betrifft. Aber ich denke, dass wir das mit einem kleinen Regler dann doch anpassen können und korrigieren können. Während bei Liam Lawson ein etwas kürzerer Stint ansteht. Und ich schau mal, wir könnten eigentlich... Wir nehmen auch hier den Medium. Die Softs sparen wir uns fürs Rennen. Ein Medium und ein harter reicht da definitiv für. So, die Anpassung haben wir bei Mick Schumacher getätigt. Und hoffentlich haben wir nach diesem Training dann insgesamt 200% Setups. Let's go, ladies and gentlemen, rein ins dritte Training. Alright, Leute, wir haben es geschafft. 3x100 bei Liam Lawson. Bei Mick durch die Autoteilekenntnis nicht ganz. 91% Autoteilekenntnis. Fahrervorbereitung ist insgesamt doch recht ordentlich. Ja, aber wenn nur er ein Upgrade bekommt, dann ist ja klar, das kann doch nicht am ersten Wochenende vollends erforscht werden, dieses Upgrade. Aber ich bin guter Dinge, dass es Mick ein wenig weiterhelfen sollte und dass wir da am Ende doch recht gut vorankommen. Jetzt schauen wir mal, wie es im Qualifying läuft. Wir haben mehrere frische Softs auf einen guten ersten Run im ersten Qualifying. Und ich habe mal ein wenig versucht zu überlegen, wie man ein passendes Timing hinbekommt, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass man im Verkehr rauskommt. Nämlich im Prinzip muss man auch dann rausgehen, wenn möglichst viele andere Leute rausgehen. Das probieren wir jetzt nun. Viele Leute sind ihre Runde gefahren. Eigentlich könnte man da auch starten, weil, naja, die sind auf ihrer Auslaufrunde. Man selbst könnte währenddessen die Einrollrunde haben. So, aber ansonsten ist jetzt gerade noch nicht so super viel los. Wenige Leute sind unterwegs. Gasti mit Problem. Jetzt gehen relativ viele Leute raus und wir schicken unsere Fahrer auch raus. Auch Norris und auch Joe kommen jetzt raus. So, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert mit der freien Fahrt. Hülkenberg kommt raus. Ganz kann man das auch nie vermeiden. Der wird jetzt Zeit gekostet haben, gerade auch bei Lawson, schätze ich mal. Mick Schumacher, 13. vor Lawson. Gute erste Runden, mit denen wir ins zweite Qualifying kommen würden. Aber zum Beispiel Lewis Hamilton, der wird doch wohl noch mehr in petto haben, als das, was er jetzt abgeliefert hat. Oder? Wir schauen mal. Also, drei Fahrer legen hier los und... Uiuiui. Wir müssen eigentlich losfahren. Wir müssen loslegen. Lewis Hamilton ist an die Box gefahren. Lawson ist aktuell draußen. Freie Fahrt bei beiden Piloten. Und es ist P12 und P14. Jawohl, beide Fahrer im zweiten Qualifying. Jetzt noch eine gute Runde im zweiten Quali hinbekommen. Wir nutzen erstmal die gebrauchten Reifen. Wir schicken beide Fahrer sofort raus. Vielleicht reicht es sogar für drei Runs. Zwei davon würde ich, glaube ich, auf dem gebrauchten Reifensatz machen. Und einen dann auf dem frischen Satz. Mal gucken. Also, beide Fahrer mit freier Fahrt. Wahnsinn. Alonso wird ihnen nicht im Weg stehen. Mick Schumacher auch mit ein bisschen Windschatten, oder? Nee, Lawson war da tatsächlich schneller. Gut, zur Spitze, da fehlt noch ein bisschen was. Wobei Sainz nur 4/10 entfernt ist. Das ist nicht ganz so viel. Und wir haben noch 10 Minuten verbleibend in der Session. Wir schicken beide Fahrer direkt wieder los. Auf geht's. Und am Ende geht es nochmal mit frischen Reifen an den Start. Liam Lawson hatte da, glaube ich, gerade Windschatten. Wird am Ende nicht aufgehalten. Mick Schumacher mit einer Verbesserung. Wow.
Und wir sind mit beiden Autos vor Lewis Hamilton, der hier wirklich mit Quali gerade Probleme hat. 4,5 verbleibende Minuten. Schauen wir, was jetzt noch geht. Wann gehen die Leute alle raus? Jetzt gehen sie raus. Und jetzt gehen wir auch raus. Auf geht's. Das könnte funktionieren. Freie Fahrt für uns. Mick Schumacher noch auf Platz 9. Liam Lawson auf der 11. Beide im Q3. Das ist doch... Nee. Mick Schumacher 6 Zehntel schneller als im ersten Qualifying. Liam Lawson 4,5 Zehntel verbessert. Und Fernando Alonso fliegt raus. So wie auch Oscar Piastri bei seinem Heim Grand Prix. Wie bitter ist das denn bitte? Lance Stroll auf der 4. Wow, was ist da bitte los? Hat er frisch Motivation getankt oder was? Und vor allem, wo hat er die getankt? Eieieiei. Ja, Q3, wir machen ein ähnliches Programm wie eben. Wir fahren erstmal mit einem gebrauchten Satz los und dann wechseln wir auf den frischen Satz. Wir haben hier keine Zeit für einen dritten Run, deswegen werden wir das auf 2 Runs beschränken, das Fahren. Auf geht's. Einen frischen Soft möchte ich halt fürs Rennen mir noch sparen. Boah, Mick Schumacher mit einer 15,9. Der ist 2 Zehntel nur langsamer als Sainz. 2000stel, entschuldigt bitte. Wow. Oh mein Gott, das könnte wirklich heftig werden jetzt. Okay, schauen wir mal. Wann kommen die Leute raus für eine Quali-Runde? Alright. Die ganze Zeit hat Mick Schumacher Windschatten bekommen. Ich glaube, wir sollten mal Lawson Windschatten geben. Wenn das jetzt alles klappt, dann wäre das wirklich cool. Auf geht's. Noch ein letzter Run. Stroll gibt auch Mick so leichten Windschatten mit. Aber beide Fahrer verbessern sich nicht. Mick Schumacher startet von Platz 5 aus ins Rennen vor beiden Mercedes und vor Charles Leclerc. Der hat beide Mercedes hinter sich. Ein Ferrari und einen McLaren. Das dürfen wir nicht vergessen. Der ist 4 Zehntel hinter Max Verstappen. Was ist denn bitte hier auf einmal los? Und es wird regnerisch. Jetzt würde ich mir tatsächlich gerade ganz normale Bedingungen wünschen. 2,23 mm Wasser liegt auf der Strecke. Und ja, es sieht so aus, als würde es durchgehend recht feucht bleiben. Oh mein Gott, ich hoffe, dass wir wirklich kein Chaosrennen hier haben. Das wäre so toll. Wir werden ein bisschen underfuelen, damit wir am Anfang auch nicht durchgereicht werden. Ich habe nämlich ein bisschen Sorge, dass von hinten die Leute mit etwas schnellerer Pace durchkommen. Und damit würde ich sagen, auf geht's. Gehen wir rein zum großen Preis von Australien auf einen großartigen Grand Prix. Oh Leute, ey, das ist der Wahnsinn. P5 und P9 im Qualifying. Wie hat das geklappt gerade? Wie? Ich verstehe es noch nicht, aber ich bin froh. Die neuen Komponenten scheinen doch einen dezenten Vorteil zu bringen. Mick Schumacher scheint auch super gerade zu funktionieren. Und damit gehen wir rein. Die Ampel. Die Lampen der Ampel gehen nach und nach an und die Ampel geht aus. Das Rennen geht los. Der große Preis von Australien beginnt. Und wir sind hier mit Liam Lawson an Bord, der schon von Lance Stroll überholt wurde. Mick Schumacher verliert eine Position gegen Russell, eine fast gegen Charles Leclerc. Aber jetzt können wir hier tatsächlich durch und wir machen die ERS-Zweikampfhilfe mal ganz kurz aus, denn da werde ich gleich ein Wörtchen zu verlieren. Wir haben Mick Schumacher auf der 5. Er bleibt auch gerade noch auf der 5. Wow. Ich wäre einfach nur mit dem ersten Punkt zufrieden. Das wäre phänomenal. George Russell über eine Sekunde jetzt hinter Mick Schumacher. Natürlich müssen wir auch ein wenig auf Reifentemperatur, auf Motortemperatur achten. Aber dass wir hier überhaupt innerhalb der Top 10 rumwuseln, ist gerade schon ein sehr, sehr erfreuliches Event. Da ist es mir auch wirklich egal, wie es im Detail hier genau ausschaut. Boah, Lance Stroll, wie kam er denn bitte an Lawson vorbei? Wow.
Wow. Okay. Im letzten Sektor. Ja, eine Sache hat mich, eine Zuschrift hat mich erreicht. Nämlich bin ich ja ein sehr klassischer Manager. Und der ganze neumodische Kram, der ist mir ja doch durchaus etwas neu. Und da wurde mir mitgeteilt, dass die ERS Zweikampfhilfe im Laufe der Runde Energie spart, damit man am Ende der Runde sich verteidigen kann oder man angreifen kann. Das würde allerdings bei freier Fahrt gut 2-3 Zehntelsekunden Zeit kosten. Ich muss leider gerade feststellen, dass wir im Renntrim nicht ganz die Pace hier mitgehen können. Ich werde aber auch ein bisschen auf die Reifen achten. Ich glaube, wir können auch nicht viel gegen Hamilton, Russell oder Leclerc anrichten. Die sind einfach zu schnell. Und wenn ich das probiere, dann wird das vielleicht noch schlechter enden als gedacht. Oh, aber Liam Lawson. Oh, Stroll und Hülkenberg sind ja auch schon dran. Huschen die so viel mehr? Die haben 2% schon von den Reifen runter. Also ich möchte eigentlich schon eher ein bisschen aufpassen. Aber mir wurde mitgeteilt, dass die Zweikampfhilfe dann doch 2 Zehntel etwa pro Runde kosten soll. Und deswegen deaktivieren wir sie. Aber oh je, nee. Mick Schumacher auf der 10 und Piastri ist auch nicht mehr so weit weg. Der Haas zerfrisst allerdings die Reifen. Tsunoda und Alonso, alle haben sie jetzt schon deutlich mehr Reifenabrieb, außer Max Verstappen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich hier pushen soll oder nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir könnten eigentlich mit aggressiv weiterverfahren. Mit Mick Schumacher könnten wir auch auf immer verteidigen gehen. Und vielleicht ist das hilfreich gegen Leute wie Tsunoda, Alonso. Na gut, funktioniert nicht so gut. Oh, das Qualifying war so gut und jetzt lässt er auch noch Fernando Alonso mit durch. Tu das doch bitte nicht. Och nö. Die Pace im Trockenen war so gut und im Regen sieht das jetzt so viel schlechter aus. Aber warum? Aber warum? Oscar Piastri ist nun auch an Mick Schumacher vorbeigezogen. Ja, da ist er vorbei. Da machst du nichts. Oh, da sind Mick Schumacher und Liam Lawson im Zweikampf jetzt sogar. Und Schumacher wird überholt. Also, irgendwas scheint bei Schumacher gerade nicht ganz zu stimmen. Denn selbst Liam Lawson ist gerade schneller. Na, beim letzten Rennen war das Momentum ja ganz klar auf Schumachers Seite. Jetzt ist es gerade bei Liam Lawson. Reifentechnisch sind wir mit beiden Fahrzeugen immer noch recht gut aufgestellt, obwohl wir jetzt ein bisschen mehr pushen. Boah, aber Bottas kommt jetzt auch vorbei. Also, ich verstehe das wirklich nicht. Irgendwas ist hier gerade ganz, ganz fatal komisch bei, gerade bei Mick Schumacher. Also der hat jetzt über eine Sekunde Rückstand zu Liam Lawson. Ich meine, klar, ich habe kurz mal ein bisschen die Batterie laden lassen, aber das kann ja nicht die alleinige Erklärung dafür sein, warum er da jetzt von 5 auf 14 zurückgefallen ist in gerade mal 6 Runden. Schnellste Runde jetzt von Oscar Piastri. Alright. Ja, wir schauen mal ganz kurz. Fahrervertrauen ist bei Liam Lawson noch recht niedrig, bei Mick Schumacher komplett niedrig. Also der ist gerade absolut überfordert mit der Situation. Reifentechnisch sieht das ganz gut aus. Irgendwann könnte das nochmal eventuell für uns einen Vorteil bedeuten. Magnussen, Sargent, Joe, Ocon und Gasly sind ja schon bei unter 80%, während wir bei fast 90 sind. Naja, mal sehen, wie es weiterläuft. Wir werden auf jeden Fall nach exakt 29 Runden reinkommen, denke ich mal. Und dann mal gucken, was noch geht. Die Wassermenge auf der Strecke, die wird ja auch nochmal zunehmen. Und wenn es feuchter wird auf der Strecke, dann können wir, denke ich, auch mal ein bisschen mehr pushen. Jetzt gerade geht es mir tatsächlich ein bisschen darum, die Reifen zu haushalten. Ich weiß nicht, ob das der exakt richtige Weg sein wird. Vielleicht hat sich bei dem Pirelli-Pneu etwas verändert seit meiner Amtszeit bei Alpine, aber ich werde es probieren. Und vielleicht ergibt sich ja irgendetwas.
Auf jeden Fall ist Daniel Ricciardo jetzt auch nochmal dran. Hat 6 respektive 7% Defizit auf den Reifen, aber scheint hier mit einer Leichtigkeit ranzukommen an Mick Schumacher, die ihresgleichen sucht. Und Daniel Ricciardo. Da war die Attacke gegen Mick Schumacher. Er konnte die 14. Position sehr lange halten. Aber jetzt ist es dann auch vorbei. Ja, und Ricciardo, der kann solche Manöver. Der kann spät in die Kurve reindiven, wenn er das Vertrauen zum Auto hat. Ja, und Liam Lawson ist jetzt der Fahrer, der da vor ihm ist. Dessen Vertrauen sich auch ein bisschen wieder aufgebaut hat zum Auto. Und dann schauen wir mal gleich, wie sich das Rennen weiterhin für ihn entwickelt. Nach anfänglicher Euphorie scheint jedoch das Rennen doch nicht ganz so phänomenal gut zu werden, wie ich es kurz mal gehofft hatte. Und es fehlt einfach an Pace. Also ich glaube, es ist egal, was ich jetzt machen würde. Wir haben 16,5 Sekunden Rückstand zu George Russell. Also irgendwie war dieses Qualifying ein, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Versehen. Es kam uns so zugute, das Ergebnis hat uns enorm geschmeichelt und jetzt wird Lawson auch noch von Ricciardo überholt. Und zu allem Überfluss dreht sich jetzt auch noch Liam Lawson. Immerhin kein Einschlag in die Mauer, aber das hat Reifen gekostet, das hat Zeit gekostet. Um Himmels Willen. Ja, er muss sich jetzt gegen Magnussen behaupten. Jetzt wünsche ich mir tatsächlich gerade ein Chaosrennen. Das wäre jetzt doch sehr, sehr erfreulich gerade. Aber selbst das, Punkte sind, glaube ich, gerade wieder unwahrscheinlicher geworden. Die Wassermenge auf der Strecke nimmt jetzt enorm zu. 3 mm Wasser liegt jetzt hier auf der Strecke. Und damit können wir, glaube ich, die Reifen ordentlich beanspruchen, ohne sie zu überfahren. Wir haben zwar im Vergleich zu manchen Piloten jetzt sogar Nachteile, was den Reifenabrieb angeht. Aber ich hoffe, dass die Push-Phase jetzt hier ganz gut gesetzt ist. Lawson kann sich auf jeden Fall ein bisschen von Magnussen absetzen, aber der Haas sollte eigentlich nicht unser Referenzrahmen sein. Da sollten wir uns mit anderen Autos vergleichen. Wir ziehen aber Kevin Magnussen doch ganz gut davon. Immerhin das, während Mick Schumacher hier hoffentlich bald an Daniel Ricciardo dran sein wird. Unsere Piloten sind aber nicht die einzigen, die sich hier gerade bei den Bedingungen schwer tun. Auch Zhou Guanyu dreht sich hier in der ersten Kurve, in der 11. Kurve. Boah, das kostet Zeit und da war der Führende, glaube ich, Max Verstappen. Und auch die Boxencrew, die ist da nicht allzu erfreut drüber. Ja, Max Verstappen hat ihn schon überrundet. Sergio Perez ist da mittlerweile sogar schon dran. Und die ersten Leute gehen an die Box. Oscar Piastri geht in Runde 25 rein. Und wir können hier pushen, wie wir lustig sind. Die Regenmenge, die Wassermenge hat zwar schon abgenommen auf der Strecke, aber im Endeffekt haben wir hier ohnehin noch recht viele Prozente auf den Reifen. Wir haben auch noch relativ viel Sprit über. Da beanspruchen wir den Motor natürlich auch nochmal etwas umfangreicher. Aber auch damit geht pace-technisch gerade nicht so viel. Eine 29,7 bei Mick, eine 30,5 bei Lawson. Ja, das ist bei beiden Fahrern ist das Vertrauen eher so semi. Und wir sehen, dass wir zu Alonso zwar geringfügig aufholen mit Mick Schumacher, aber wir pushen halt auch gerade wirklich aus dem letzten Loch. Es geht aber auch nicht so super, super viel. Für Liam Lawson wird es in dieser Runde an die Box gehen. Bei Mick Schumacher gedenke ich einen etwas anderen Ansatz. Ich möchte ihn noch etwas länger draußen behalten. Er soll ein bisschen noch auf die Reifen achten. Und vielleicht ergibt sich ja etwas mit einem Safety Car oder mit einer Red Flag. Wenn Mick Schumacher davon profitieren kann, wäre vielleicht noch die Chance da, dass er punktet. Das ist so gerade die Hoffnung, die ich hege. Und Valtteri Bottas, der war noch nicht an der Box. Oh, da sind wir recht dicht hinten dran. Und die Feder bei Liam Lawson reißen nicht ab. Kurve 11, die Zhou Guanyu-Kurve.
Lawson verbremst sich. Und hoffentlich hat er sich da nicht den Unterboden beschädigt. Das wäre doch schmerzhaft, weil teuer. Nee, hat er nicht. Während Mick Schumacher hier in der Zwischenzeit auf P13 ist, noch 4 Sekunden etwa vor Ricciardo, der hat kaum was verloren durch den Boxenstopp gefühlt. Da hatte sich wahrscheinlich vor dem Boxenstopp ein bisschen Abstand rausfahren können. Es ist zugegebenermaßen doch recht ernüchternd, den Rennverlauf hier mitzuerleben. Liam Lawson wird gleich auch von Verstappen überrundet. Und dann sind beide Fahrer eine Runde zurück. Ich kann jetzt nur noch auf eine Red Flag hoffen, aber Micks Reifen machen es auch nicht mehr lang. Danny Ricciardo hatte keine Probleme, hier an Mick Schumacher vorbeizuziehen. Mit den deutlich, deutlich frischeren Reifen. Ja, und ich glaube mittlerweile, da sind wir sogar mit Red Flag nicht mehr in der Lage, hier mit Mick Schumacher in die Punkte zu fahren. Da muss schon was Größeres passieren, dass vor uns 4-5 Fahrzeuge in einer Kollision verwickelt sind, aber so wird es dann doch ein bisschen komplizierter, wenn dann nichts mehr passiert. Sergio Perez überrundet jetzt Mick Schumacher, das wird sehr viel Zeit kosten. Mick lässt zudem auch den ersten Ferrari vorbei und da kommt auch der zweite Ferrari, Charles Leclerc. Ah, das dauert aber noch einen Moment. Ja, also, dass man überrundet wird, okay, von mir aus, aber dass wir jetzt nicht in die Punkteränge fahren werden, das ist schmerzhaft. Jetzt hat auch Liam Lawson beim Vorbeilassen mächtig Pace verloren. Mick Schumacher mit persönlicher Bestzeit. Das Vertrauen ist jetzt mittlerweile wieder hoch. Bei beiden Piloten tatsächlich. Und im Prinzip haben wir weder nach vorne noch nach hinten wirklich was zu gewinnen. Eigentlich können wir mit beiden Autos gerade ganz entspannt auf die Plätze 14 und 15 dahin segeln. Es macht keinen Unterschied. Die letzte Runde für Max Verstappen, der das Rennen hier doch recht dominant anführt vor Lando Norris und Sergio Perez. Ja, und für uns P14 und P15. Also, es hat sich nichts ergeben und ich habe auch Schumacher schon angeordnet, er soll nicht an Lawson vorbei. Ich glaube, dass ich bei den Positionen Lawson weiter vorne getippt hatte, was die erwartete Position angeht fürs Wochenende. Es ist nicht viel bei rumgekommen. Ach, Moment. Lawson muss Mick vorbeilassen. Lass Mick vorbei, bitte. Danke. Haben wir zumindest das Ziel bei Mick Schumacher erfüllt. Bei Lawson hätten wir P13 gebraucht. Ja. Es ist zum Mäusemelken. Das war so ein tolles Qualifying und dann kam das Rennen. Ich weiß nicht, wo wir ohne Regen gelandet wären, aber im Renntrim waren wir einfach zu schwach, zumindest bei regnerischen Bedingungen. Da ging wirklich gar nichts. Ja, und am Ende sind die Fahrer bedröppelt. Verärgert. Das ist natürlich nachvollziehbar. Die gesamte Crew hat sich etwas Besseres gewünscht. Sowas zum Beispiel wäre natürlich das absolute Optimum gewesen, aber was will man machen? Wir haben weder einen Red Bull noch Max Verstappen im Team. Das wird noch einen Moment dauern, bis wir in diesen Sphären schweben können. 99 Punkte für Red Bull in der KWM. Die sind jetzt an McLaren vorbeigezogen. In der Fahrermeisterschaft hat Verstappen 21 Punkte Vorsprung zu Norris. Bei den Boxenstops war zumindest Mick Schumachers Stopp gar nicht mal so schlecht. Wir haben uns da 2 Pünktchen gesichert. Sind da jetzt auf Platz 10 bei den Teams. Vor Alpine, hinter Kick sauber. Uiuiui, und wir haben zumindest ein Ziel erfüllt. Zum Glück habe ich da nochmal nachgecheckt, wie das mit den Zielen genau ausschaut. Und wir haben einen neuen Heckflügel. Den werden wir auch sofort fertigen. Moment. Das wollte ich eigentlich nur austauschen, aber wir fertigen natürlich nicht die alte Generation Heckflügel an, sondern die neue. Auf geht's. Und
Trotzdem, wir bauen einen neuen Ersatzheckflügel ein. Die Radaufhängung bauen wir auch ein. Und genauso auch bei Auto 2 neuer Heckflügel, neue Radaufhängung. Damit haben wir nur noch zwei Radaufhängungen, oder? Wir haben auch nur ein Chassis. Moment, lass mich mal kurz schauen. Wir haben tatsächlich nur ein Chassis. Und das hat 44% Autoteilekenntnis. Okay. Dann bauen wir noch ein Chassis normal und ein zweites auch normal. Und ansonsten brauchen wir auch die Radaufhängung natürlich noch. Wir haben zwei Stück lediglich. Wir bauen zwei Stück, damit wir da ein bisschen Ersatz haben. Na, wobei eine reicht fürs Wochenende. Mehr kriegen wir ohnehin nicht zeitlich gebacken. Nun, Daten nach dem Rennen. Beste Strategie waren zwei Stops. Das bezweifle ich. Physische Strategie rechneten wir mit 10. und unser bester Platz war 14. Nun. Blöd gelaufen, Team. Kann man tatsächlich halt nichts machen. Ist halt mal so. So, wir werden aber fürs nächste Rennen für Suzuka mal frische Motorenkomponenten einbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, zumindest beim Getriebe und beim Motor, dass wir da mal auf frische Komponenten gehen. Selbiges machen wir natürlich bei Mick Schumacher. Na. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz, was wir bei den Einrichtungen verbessern können. Die Tourzentrale wird schon geupgradet. Ah, die Wetterstation, die hat einen guten Dienst uns erwiesen. Da würde ich nicht sagen, dass wir die nochmal upgraden müssten. Da haben wir die Tourzentrale. Ein weiteres Upgrade würde fast 70.000 kosten. Wir würden etwa 6.250 extra wöchentliche Einnahmen machen. Das heißt, in so etwa 11 Wochen, 12 Wochen würde sich das akklimatisieren. Dann machen wir das Upgrade auch. Aufhängung ist knapp, ich weiß. Deswegen habe ich ja auch dafür gesorgt, dass wir die weiter fertigen, die Aufhängung. Angel hat sich hier verbessert. So, Boxenstopp-Training. Du, das ist komplett euch überlassen. Wie Julien Rousse das macht, das ist seine Sache. So, wir haben die Aufhängung fertig. Sollten vielleicht noch eine fertigen. Nur damit wir sicher sind. Und dass ich das auch bloß nicht vergesse. Im Alter kommt auch ein wenig die Vergesslichkeit. Oh, wir haben das Ziel erreicht, aber auch doch nicht so denkbar knapp. Okay. Das gibt noch ein bisschen extra Budget. Wir bauen einen neuen Heckflügel ein. In beide Fahrzeuge. Let's go. Wir gehen weiter und erstellen unseren Sponsorenplan. Ingenieur-Werbetour, Schulevents. Damit sind wir ganz, ganz knapp drüber. Auf geht's. Machen wir so. Klingt gut. So. Strategievorbereitung. Moment bitte. Autoteileentwicklung, Fertigung. Wo ist das andere Chassis? Ach ja, das scheint jetzt angekommen zu sein, oder? Sehr gut. Frontflügel. Nee. Heckflügel haben wir die Zweiergeneration. Moment, wir gucken mal ins Lager. Chassis haben wir. Frontflügel. Heckflügel ist eingebaut. Seitenkästen ist eingebaut. Unterboden ist eingebaut. Radaufhängung passt auch. Autoteilentwicklung, können wir irgendwas Neues machen? Ach, das sind die Designs, die jetzt fertig werden. Hoffen wir mal, dass das passt. Aber jetzt bestimmen wir mal die Ziele für das nächste Mal. Wir bleiben konservativ. P13 und P14. Und hoffentlich klappt das. Und damit schließen wir die heutige Folge des Formel 1 Managers ab. Ich hoffe, es hat Ihnen sehr, sehr gut gefallen. Hochs und Tiefs, die gehören nun mal im Leben eines F1 Managers dazu.
Und nächstes Mal erleben wir hoffentlich ein Hoch. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, hinterlassen Sie uns gerne ein Abonnement. Werden Sie gerne Mitglied bei unserem Projekt. Das können Sie unten auf einem dieser Buttons sehr, sehr gerne tun. Und ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung, für Ihre Bewertungen, für alles, was Sie tun, für dieses Format. Ihr Jacques Traktiv.